Du siehst ja schon, zeig das mal her, da fehlt was in der Mitte. Das sieht ja irgendwie nicht so toll aus. Und zwar fehlt da drin das Auge der Zeit. Sieht so aus, ja. Das ist ein Juwel, der nicht nur schön anzuschauen ist, sondern den Großteil der Zeit in der Gegend hat. Wir haben echt überall geguckt, keine Ahnung. Wir wissen aber, wo es zuletzt war. Und zwar am 1873, ja, hat eine Forscherin namens Professor Jane Franklin das letzte Mal das Amulett untersucht. Und sie hat es noch in vollständigem Zustand in der einfachste Lösung ist jetzt einfach, euch zurückzuschicken ins Jahr 1873 in ihre geheime Bibliothek. Da hat sie sich ziemlich sicher versteckt. Und ihr holt es da jetzt raus. Das Problem ist nämlich, so viel Zeit, Energie, um euch reinzuschicken und so rauszuholen, hat es wahrscheinlich nicht. Das heißt, wenn ihr das Auge nicht findet, bleibt im 19. Jahrhundert. Soll aber gar nicht so schlechter sein. Ja, das Ganze ist ein bisschen knifflig und ich habe Angst, dass es euch übersteigt mit euren Fähigkeiten, aber zum Glück bin ich ein Genie. Ich komme zwar nicht mit, aber ich habe den Chrono-Kommunikator erfunden. Hier ist der zweite. Und damit kann man, Chrono, bitte kommen. Ich will den Zeit kommunizieren. Wer will den halten? Ja, das ist ein bisschen knifflig und ich du? Wunderbar. Probier's mal. Aufdrücken auf die Seite und reden. Genie. Ich komme zwar nicht mit, aber. Genau. Antworten. Chrono hier. Wunderbar. So, also nochmal zusammenfassen. Ihr nehmt das Amulett, wir schicken euch zurück in die Zeit, ihr sucht das Auge und setzt es ein. Hext am besten um, dann verlierst du es nicht. Wichtig ist, dass ihr das Amulett bei euch habt, weil Jane Franklin hat geschrieben, dass nur mit dem Amulett das Auge gefunden werden. Also irgendwelche Rätsel wird sie ja schon vorbereitet haben. Ach ja, macht ihr drin nichts kaputt. Ihr habt 20 Minuten Zeit, sonst wird der Zeitstrom einfach instabil. Dann versuche ich euch rauszuholen. Wichtig ist, dass ihr das Amulett bei euch habt. Ja, das Tool ist da. Wir hören nichts mehr, wenn wir reingehen. So, und noch eine Warnung. Ich bin zwar ein Mann der Wissenschaft und ich glaube nicht an so einen Schnickschnack, aber es sollen also okkulte, magische Mächte im Spiel sein. Lachhaft, wenn ihr mich fragt, aber ich will euch nur gewarnt haben. Tja, dann ab in die Zeitmaschine und ich sag euch über den Chronokommunikator Bescheid, wenn ihr angekommen seid und durch die Tür gehen könnt. Mit Engel. Hallo? Können wir das Publikumsmikro aufnehmen, weil es da noch sagt, dass wir weiter müssen? Und los, mach die Tür durch, die Seite geht raus. Wir können rein. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Ihr befindet euch, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, auf der International Games Week Berlin, weil da sind wir auch durch gleich. Lese, wie die Uhr tickt, oder was? Lese, wie die Uhr tickt, okay. Also wir müssen irgendein Buch finden. Also könnt ihr mal Faust vorlesen, was steht da drauf? Faust. Wir müssen Faust finden. Die Buchstaben sind groß, F-A-U-S-T. Faust. Ah. Also müssen Faust. Wir Bibliothek Faust finden. Also vielleicht gilt das Buch oder was? Ja. Ja, das ist ein Scheißwetter, es regnet draußen. Ein guter Ratschlag betrachtet die Dinge in einem anderen Licht. Anderem Licht, okay. Ist da UV-Licht oder sowas? Grünes Licht vielleicht irgendwas? Expedition von Franklin. Das soll man nicht lesen, oder? Das liest kann man gar nicht lesen. Betrachtet die Dinge in einem anderen Licht. Vielleicht irgendwie das durch, also das muss übereinander liegen und Funken durchscheinen und so. Das schaue ich nicht aus, ob das voll oder Buchstaben sind oder so. 8, D, irgendwas. Gibt's oder was? Nee. Hier hängt jedenfalls ziemlich viel Lampen.
Da steht noch was. Kolde Ei ruft das Auge. Das Auge. Was für ein Auge? Ich kann mal gucken, was haben wir denn hier alles? Ja, das muss mit der Lampe zu tun haben. Unten auch? Klar und deutlich. Wir haben ein Buch gefunden und suchen nach Licht. Ja, und wie geht das? Und wie schaut das aus? Da, ist was. Ah! Was ist das? Eine Kerze? Eine Kette? Okay. Krawatte? Kette? Was ist was denn das? Ja? Ich schau schon nach der Krawatte. Ja, Nino, hast du? Was ist das? Dreh mal um. Es ist vielleicht die Lampe hier gemeint. Ja, ja. Diese hier. Die mit Sicherheit. Ja, aber in welche Richtung müssen wir das jetzt drehen? Ja, und hä? Das kann man drehen, ne? So, nee, das hier, wie müssen wir das drehen? Ja, wie ist es orientiert? Das ist so, wie ist es denn? Was soll denn das sein? So ist es richtig. Ich habe gerade nochmal in meinen alten Büchern nachgeguckt. Das Fluxometer ist so eine kleine hölzerne Röhre. Eine kleine hölzerne Röhre? Ein Hinweis auf den Aufenthaltsort. Ein Hinweis auf den Aufenthaltsort. Ja, sehr undeutliche Zeichnung. Fischschnitt. Mit Fantasie, eine Krawatte, eine Ballkette und dann keine Ahnung was. Das könnte auch ein Fisch sein. Fisch? Haben wir einen Fisch? Oder ein Fisch? Was ist mit dem Vasen? Und da eine Kette und keine Ahnung was. Ein Fisch, wir sollen nach dem Fisch suchen. Und was ist denn mit der Lampe eigentlich? Die kann man nicht einschalten. Hast du schon mal ausprobiert? Ja. Haben wir irgendwo einen Fisch? Ist das ein Fisch? Ja. Das könnte ein Fisch sein. Lebensraumteiche sehen und Flüsse in Europa. Flüsse in Europa. Ja, kann mir wer sagen, was das hinten ist? Das ist eine Kette. Eine Kette? Das ist sicher keine Kette. Da ist doch eine Kette. Ey, wir haben doch hier eine Kette in der Truhe. Ah, eine Kette gefunden. Ziemlich viele Ketten, genau. Ja, und was ist das letzte? Also nicht einmal mit Fantasie. Das ist ein Finger vielleicht. So die Fingernagel da oben. Das obere ist ein Fingernagel. Also das ist der Fingernagel. Nein, das ist der Fisch. Das ist der Fisch. Ach so. Das ist keine Ahnung, was. Ach, das ist der Fisch. Wir müssen vermutlich von oben nach unten lesen. Das ist die Lampe, oder? Und was steht da drin? Das ist die Lampe. Wir haben eine Kette. Das schaut richtig aus. Ja. Gefunden! Wunderbar! Das ist eine Taschenlampe. Ja, das ist eine UV-Lampe wahrscheinlich oder so. Achso. Ich glaube, da kann man drauf drücken. Gut. Also mit dem kann man da sicher jetzt was sehen. Ja. Wie geht es an? Okay. Ja, das ist eine UV-Lampe. Also da muss irgendwo was drin sein. Ja, genau. Ja, schau, da war schon irgendwas. Da.
Warte mal, umdrehen. Nee, drauf, drauf. Näher zu, ja genau. Nee, nee. So, da ist was. Da ist weiter, weiter, weiter. Ein Blatt nach dem anderen. Ganz langsam. Langsam? Ganz ein Blatt von hinten, oder? Fangen wir mal an. Ein Blatt nach dem anderen. Warum jetzt von hinten? Wir blättern, wir blättern jetzt einfach mal durch. Den letzten. Dass der letzte Eintrag anders geschrieben ist oder so. Weiter schneller. Time is running out. Ja. Und wo leuchtet er? Ja, aber wieso haben wir dann das Buch? Da ist was. Ah, okay, okay. Ruf das Auge. Blätter mal um, was passiert, wenn wir das machen? Nee, ruf das Auge. Das ein Schloss. Franklin. Frankenstein. Ali? Ist das Ali. Ali Schloss. Ali Schloss? Ali, ne? Ali. Drehen wir nochmal um. Ali Baba, na. Das ist auch nochmal jede Linie. Das ist doch, ich glaube, die Truhe dort, ich war das Schloss mit so einem Dings, mit einem Buchstaben eins drin. Also, ist okay. Ob das vielleicht die Kombination ist? Hier sind Buchstaben, ja. A-L-I. Es sind aber vier. Es sind vier, okay. Sag nochmal, es endet vielleicht leuchten, auch. Sie leuchten, sie leuchten. Leuchten mal drauf. Sie leuchten. Ah. Zumindest der eine leuchtet. Achso, ja, dann wäre der rechts wahrscheinlich das ALD, oder? Auch, was steht da drauf? Hier leuchtet noch einer. Aha. Lee. Okay. Achso, noch eine. Also hier ist kein A, da ist ein A. Leuchtet ziemlich nichts mehr. Vielleicht ist das A das zum Schluss und mir ist dann jetzt viel zu weit. Also hier ist ein L, ist ein I, hier ist ein A. Wir haben eine Truhe mit Schloss gefunden. Wir sind dabei. Hat jemand eine Idee? Es geht eben nicht. Wir haben nur die ersten zwei Buchstaben. Aber uns fehlen zwei Buchstaben. Schauen wir mal, warum die Hinweise sind. A-L-I. Ja, schau mal auf den Brief. Ja, genau, auf den Brief. Der Brief, okay. Wo ist der Brief? Der war irgendwas wahrscheinlich. Ja! A-N. Lina, schau. Ja. Dreh mal rum, vielleicht auf der Rückseite. Ja, Lina. Lina. Lina, ja. Lina. Danke. Da, Li. Lina. Oder? Geh nicht auf. Stell mal das richtige Licht weg und schau, ob alle das leuchten. Ja, es ist alles richtig hinten. Ja, aber es sind nur zwei, die leuchten. Ach so. Aber wann spielen wir? Die müssen also auch umgedreht werden. Wir gehen bis halt ins Auge. Oder? Müssen wir es auseinanderziehen, oder? Ja, da bewegt sich was. Ja, aber es sind nicht alle. Zylinder. Ja, yeah. Yeah. Sehr schön. Sehr cool. Okay. Da ist wieder ein Messingrohr oder so. Achtung. Da ist was drin. Achtung, Achtung. Oh, Entschuldigung. Ah, okay, ich glaube, das sind fehlende Dings. Ah. Also wir haben damals so ein Eck, dann gekritzt. Noch mehr gekritzt wir dann. Die Frage ist, welches noch brauchen, ja? Das haben wir schon. Das letzte, ja, da ist was mal. Das ist gemalt. Ja, das ist das bei dem, wo der Rahmen weggerissen ist, genau. Ja, ja. Okay. Das heißt CH. Y-C-H-J-R-U. Irgend der Code. Okay, aber das hat... Call I. Call I. Ruf das
Ruft das Auge. Call Eye. Okay, aber es ist nicht alles. Ruft Auge. Und Call Eye ruft. Muss man da vielleicht was austauschen? Ja, hallo. Ja, hallo. Auge. Ruft das Auge. Where is the eye of the beholder? Entschuldigung. Upsala. Nix, ne? Ich glaube, das haben wir. Wir müssen es alle rufen. Wir müssen es alle rufen, würde ich behaupten. Weil alle haben Sprechblasen. Also Karl, was? Karl? Mit CH, ja. Jarlu. 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 Oh! Jarlu! Ah, da, Spiegel. Ah. Oh. Ja, der Projektor muss hier mal zeigen, oder? Ja, aber dafür müssen wir irgendwas vorne hinstellen, oder was, ne? Oder hat der was versteckt? Kann man das nicht? Darf man das? Da ist, oder da ist ja X, was die Stelle immer. Da ist der X. Ist das? Der X. Ja, aber. Ach so. Ey, hör mal. Ach so, der reflektiert doch. Der Spiegel reflektiert. Wohin? Geh mal weg, geht mal weg. Wohin reflektiert er denn? Ach so, ja. Der muss ja da irgendwo. Da rein. Da rein. Das muss eben darüber sein, oder? Hier. Da hinten wahrscheinlich. Wir haben ja den Spiegel ein bisschen verschoben. Ja, so wie das war mein Bild. Okay. Was ist denn mit der Vase? Ui, da ist was. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Zeig mal in die Kamera. Okay. Und wo gehen damit? Vielleicht hier unten irgendwo? Irgendwie dunkel. Da oben ist eine Truhe. Vielleicht geht da der Schlüssel. Die geht auf. Die geht auf. Ach so. Okay. Und was ist hier mit? Ey, hier ist ein Schloss. Hier ist ein Schloss. Schieß drauf. Ja, das geht auf. Okay. Was heißt denn, wenn man jetzt über deine Haut setzt und eigentlich gerade einspürt? Ich finde irgendwas mit leichtem Gewicht und falsch aus. Wer will sie nehmen? Ach so. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Nur du kannst es nehmen. Ja. Okay. Was? Die Tür nicht aufmachen, oder? Nicht aufmachen. Okay, wir sollen rein. Komm, stell dich vor die Tür stellen. Komm, vor die Tür stellen. Damit kann ich jetzt die Welt beherrschen. Ne? Ihr seid alle Helden. Ja. Danke euch. Danke, sag gut. Danke. Danke. Ja.